Ja, wir sind im Wald unterwegs, der Hund und ich. Ich habe meinen Pinewood Tikani Anorak dabei. Meiner Meinung nach eine wahnsinnig geile Waldläuferjacke. Warum das so ist, was die kann, zeige ich euch nachher. Im Moment ist es zu warm. Wir gehen erst eine Runde durch den Wald. Später dann ins Camp. Kleines Feuer, was zu essen dabei. Sau cool, freue ich mich. Bis später. Ja, herzlich willkommen in meinem Camp. Ich habe hier den Luxus, ein kleines Camp auf einem Privatgelände nutzen zu dürfen, wo ich es mir jetzt gleich gemütlich mache und dann gibt es nachher auch noch einen Kaffee. Ich zeige euch einfach mal hier einmal rundum. Das ist mitten in der Pampa. Super geil. Ja. Ja, lässt sich aushalten, ne? So, das ist das gute Stück, um das es heute gehen soll. Der Tikani Anorak von Pinewood. Baumwoll, Polyester, Mischgewebe, mega gut. Eine richtige Waldläuferjacke, für mich perfekt. Ich zeige euch gleich mehr davon, aber erstmal mache ich mir einen Kaffee.
So geht es doch gleich mal besser. So, jetzt aber mal ein paar Worte zu der Pinewood-Jacke, um die es ja hier gehen soll. Also wir haben eine technische Baumwolle, das heißt ein Gemisch aus 64% Baumwolle, 34% Polyester, 2% Elastan. Wenn ich es falsch gesagt habe, blende ich es richtig ein. Das ist, wie gesagt, im Prinzip das Material, was Fjällräven als bekanntester Vertreter als G1000 bezeichnet. Diverse andere Hersteller machen das auch. Vorteil ist, wie ihr hier eben schön gesehen habt, ihr müsst nicht so aufpassen am Lagerfeuer. Es brennt euch zwar auch Löcher rein, es ist aber nicht so dramatisch wie bei einer Gore-Tex-Jacke oder Hardshell in welcher Form auch immer. Ich persönlich liebe die Form Anorak. Ja. Ich finde das einfach geil, dieses über den Kopf ziehen. Das Ding ist unzerstörbar. Ihr könnt, egal durch welches Unterholz ihr robbt, euch kann kein Reißverschluss kaputt gehen. Der Hund kann hochspringen, das ist mir alles wurscht. Eben dementsprechend auch mit diesem langen Schnitt finde ich super gut, ja, weil ihr einfach einen tollen Schutz habt. Ihr könnt euch auch mal, wenn es feucht ist, draufsetzen. Das ist lang genug. Das ist im Prinzip wirklich eine Hardcore-Waldläuferjacke, so wie es eigentlich sein muss. Dementsprechend natürlich auch hier mit einer riesen Kapuze, hoher Kragen, also ihr könnt euch da richtig einpacken. Ich bin mega begeistert. Ja, ich möchte euch aber noch ein bisschen Insider-Informationen über die Jacke geben. Das ist nämlich, hat mich persönlich einfach sehr gefreut. Das Ding heißt Tikani Anorak, weil, schöne Grüße an den Mike an der Stelle, es gibt den Mike. Mike Holkamp, Tikani Outdoor, super netter Kerl aus den Niederlanden, der eben Hängemattenkurse macht, der viel draußen unterwegs ist und der eben auch beim Rausgehen merkt, was wie gut und was wie schlecht funktioniert und dann eben in Zusammenarbeit mit Pinewood diese Jacke designt hat. Das ist der Tikani Anorak, weil Mikes alte Hündin, die nicht mehr lebt, Husky-Hündin, war eben die Tikani. Nach ihr wurde die Jacke benannt. Das ist eine sehr persönliche Geschichte. Ich hatte ja eben auch zwei Huskies, die eben auch gestorben sind. Mike und ich haben da relativ ähnliche Lebensgeschichten so die letzten Jahre. Das ist eigentlich ziemlich cool. Und dementsprechend ist es für mich tatsächlich eine Ehre, diese Jacke hier von Mike bekommen zu haben und die Jacke zu tragen und die Jacke euch vorzustellen. Das Coole ist, kennt ihr vielleicht aus meinem ersten Video, ich hatte habe eine Fjällräven-Schlupfjacke, auch ein Anorak, ja? Gleiche Machart. Das Ding habe ich mir gekauft vor 15 Jahren oder so und das ist inzwischen halt leider durch. Das Problem ist, Fjällräven macht sowas nicht mehr. Ja? Jetzt werden natürlich alle Fjällräven-Jünger werden aufschreien. Ich persönlich bin der Meinung, Fjällräven ist leider nicht mehr das, was es früher war. Die legen inzwischen mehr Wert auf Style und verschiedene Farben. Und dementsprechend war ich mega froh, dass es einen Hersteller gibt, der eher aus dem Jagdbereich kommt, also eher so den härteren Einsatz und der eben jetzt wieder einen Anorak anbietet. Das ist mega geil. So, und das nächste, da ich ja eben den Vergleich mit dem großen Polarfuchs gebracht habe, ist halt eben auch der Preis dieser Jacke. Also ihr kennt vielleicht Preise, die andere Hersteller aufrufen. Diese Jacke, ich hoffe, ich erzähle jetzt keinen Scheiß, sonst muss ich es rausschneiden. Ich blende es auch nochmal ein. Liegt da der Verkaufspreis bei irgendwie 130, 140 Euro. Das ist der Hammer. Ja? Und da fehlt sich gar nichts. Das ist richtig gut. Ja? Also Details sind stimmiger. Ihr habt relativ weite Armabschlüsse, habt Klettbündchen, habt sogar noch ein spezielles Gimmick an der Kapuze. Das zeige ich euch nachher. Das ist ein Mückennetz, das man einbauen kann. Für hierzulande nicht ganz so wichtig, falls mal jemand in Skandinavien unterwegs war, der weiß warum. Da kommt eben auch zum Tragen, dass das Material relativ durchstichsicher ist, eben was Mückenstiche betrifft. Genau, da ist alles dran. Ich bin mega begeistert, ich freue mich sehr, muss mich hier noch zurechtfinden. Diverse Taschen, wie ihr seht, auch extrem gut finde ich diese Känguru-Tasche. Das ist im Winter natürlich extrem geil, ihr könnt hier einen Haufen Zeug verstauen und die Pfoten wärmen. Habt hier aber auch nochmal die Möglichkeit von oben reinzugreifen in diese große Haupttasche. Da ist auch nochmal eine kleine separate Tasche eingearbeitet, wo eben im Moment dieses Netz ist. Das zeige ich euch dann gleich. Genau, ich hatte die Jacke jetzt diverse Male im Einsatz, immer mit dem Hund unterwegs. Es ist einfach super cool, wenn du auf die Jacke keine Rücksicht nehmen musst. Ne? Du schmeißt dich in den Dreck damit. Das ist völlig wurscht. Das Ding klopft man danach einmal ab und gut, das sieht inzwischen auch schon ordentlich used aus und genauso muss es sein für eine Waldläuferjacke.
Ja, soweit die kurze Vorstellung der Jacke. Das soll es an dieser Stelle auch gewesen sein. Ich will da gar nicht zu viel labern. Ansonsten würde ich sagen, lassen wir noch ein paar Bilder sprechen. Ich war dem letzten mit dem Flo unterwegs. Der macht Fotos eben für meine Hängematten. Müsst ihr unbedingt mal auf die Instagram-Seite schauen. Blende ich euch auf jeden Fall ein. Flo und Julia, an der Stelle auch schöne Grüße. Mega geile Fotos. Ich werde auf jeden Fall da mal wieder eine Rückmeldung geben, ab und zu mal was dazu berichten. Und ansonsten zeige ich euch noch kurz dieses Netz-Gimmick und blende euch dann ein paar Bilder ein vom Flo und mache mich auf den Rückweg. Bis dann. Ja, ich hoffe, die kurze Vorstellung hat euch gefallen. Wir packen jetzt wieder zusammen und machen uns auf den Rückweg. Ich werde, wie gesagt, nochmal ausführliche Testberichte nachliefern. Jetzt erstmal für den ersten Eindruck. Bilder habt ihr gesehen, mega gut. Alles Gute, schöne Ostern und gute Nacht.